Ja, somit herzlich willkommen zu einer weiteren Vorstellung und somit mit dem FPT von Renault. Ja, Anschaffungskosten liegt bei 10.000 Euro und Unterhaltskosten kostet es nichts. Ja, so sieht's aus. Klein, aber fein. Schön ist das mit den Schläuchen. Eine Weide Spiegel sind drin, aber innen hätte man vielleicht noch was machen können. Dann starten wir mal mit Post 1. Das Blaulicht. Das sieht gut aus. Und mit R. Das ist auch gut gemacht. Ja. Mit der Nummer 6. A ist von der Suchscheinwerfer an. Mit Numpad 5 machen wir hinten die Schläuche weg. Der Numpad 1 Blinker, Numpad 3 Blinker rechts und 2 den Wandblinker. Mit F Licht, mal Rücklicht, Bremslicht. Leider ist jetzt, dass die Blaulichter ausgehen. Das ist schade. Ihr fragt euch, warum ich die Notwäsche jetzt am C mache. Aus einem Grund, wenn ich jetzt R brauche, erst Wasser. Deshalb fahren wir jetzt mal rein. Taste R, füllen wir den Tank auf. Soweit ich weiß, gehen 5000 Liter rein. Wie bei dem Hochdruckreiniger Kerker, wo es rauskommen ist. Von Mahu, glaube ich. An die 3000. Da wurde es verringert. Hoffe ich nur. Das der R. Sehen wir, wie viel Wasserstand noch angaben. Animierend ist leider nicht der Wasserstrahl. Leider. Und jetzt schauen wir mal, ob man noch aufs Dach hinaufkommt. An die Leiter. Nee. Nein, hoch kommt man auch nicht. Schade. Ja, das war es auch schon wieder mit dem Mod. Ich mich danke fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, abonnieren nicht vergessen. Und mal. Tschüss.